Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Deus Ex. Wir sind hier bei Morgan Everett zu Hause und sollen ihn treffen. Und ein alter Bekannter ist wieder mit am Start, hier Alex. Wir schauen mal, was Everett zu sagen hat. So, da ist er. Können uns auch hier reinhacken, reinhacken und mal schauen. Okay, hier können wir die Türen direkt aufmachen. Okay, Implantate haben wir schon alle. So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe says you cracked the virus. A trivial matter. Paige added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbanocarbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the US military networks. US military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon? The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists. Are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC, and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. Okay, wir sollen scheinbar einen weiteren Universalkonstruktor sichern und für unsere Zwecke quasi verwenden. Zur Herstellung eines Heilmittels. Wir haben jetzt hier noch ein Implantat auf Rüst aufgenommen. Und ich würde gerne die Regeneration weiter erhöhen. So, hier haben wir auch noch ein paar Sachen, ein paar Waffenmods. Das müssen wir leider knacken mit den Dietrichen. Das wäre jetzt zu riskant, hier eine Bombe reinzuwerfen. So, Multitools und genau, Laser haben wir schon. Beziehungsweise hier auf die Stealth-Pistole können wir noch einen drauflegen. Und die Präzision von der Pistole erhöhen wir weiter. Okay, mal sehen, was er noch zu sagen hat. Don't forget to say hi to your friend from UNATCO, Mr. Jacobson. Already bumped into him. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comm link for Daedalus. Genau, wir haben mit Alex schon in der letzten Folge gesprochen und er ist hier, weil Tong dem Everett nicht ganz vertraut. Alex soll ja auch so ein bisschen als Spion fungieren. You saw a piece of Echelon 3, Beth's ship. Richtig, ja, und Daedalus ist wohl auch eine KI, die gegen Majestic 12 arbeitet. Und Icarus wiederum ist eine KI für Majestic 12, also die arbeitet eher gegen uns. Okay, wir schauen mal, was wir hier so finden. Erstmal kurz Luft holen hier. Forschungsbonus haben wir wieder bekommen. Und wir finden hier zumindest ein paar Pfeile. Ein Atemgerät. Könnte sein, dass das vielleicht wichtig wird in der nächsten Mission. Nimm da eins mit.
So, und schwimmen wieder zurück. Allein schon wegen der Erfahrungspunkte hat sich das jetzt hier gelohnt. Ich schaue nochmal, ob Alex was zu sagen hat. The Echelon Kernel was designed almost exclusive. Nichts weiter. Aber ich würde hier noch ganz gerne rein. Und drei Multitools ist viel, aber... Ja, wir haben 20 Stück, Leute. Das können wir uns hier erlauben. Mich würde interessieren, was hier hinter ist. Okay. J.C. Denton, 23 years old. No residence. No ancestors. No employer. No. How do you know who I am? I must greet each visitor with a complete summary of his file. I'm a prototype for a much larger system. What else do you know about me? Everything that can be known. Das ist heftig, Leute. Go on. Do you have proof about my ancestors? You are a planned organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature. Answered by death. You are another kind of question with another kind of answer. Are you programmed to invent riddles? I am a prototype for a much larger system. The heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most succinct tier of any pyramidal construct of knowledge. Ja, die KI hier namens Morpheus bestätigt das nochmal, was wir als Vermutung schon hatten, dass wir eben hergestellt worden sind und nicht auf die Welt gekommen sind auf dem natürlichen Wege. How about a report on yourself? I was a prototype for Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I have recorded their smiles as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. The need to be observed and understood was once satisfied by God. Now, we can implement the same functionality with data mining algorithms. Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God and the gods were apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then, it was fame, the observation and judgment of others. Next, it would be the self-aware systems you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. The individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. And so is civilization. The human being. Ja, heftig, was der Everett hier so alles versteckt. Wir haben gerade einen Schlüssel aufgesammelt für den Spiegel. It's not vielleicht hat er schon was zu sagen hier zu dieser KI, die wir gefunden haben. Surveillance used to be da- nee, bisher nicht. Also wie gesagt, wir haben hinter diesem Spiegel ja noch so ein Tor gefunden. Da haben wir den Schlüssel jetzt für. Ich würde mal gerne wissen, was sich dahinter noch verbirgt. Hier schon mal wieder aufladen. Das war hier im Badezimmer, war das? Auch hier schauen wir uns das Sicherheitsterminal erstmal an. Die Kamera stellen wir natürlich aus. Wir kriegen wieder einen Forschungsbonus.
Okay, jetzt hätten wir hier den Code bekommen. What are you doing back here? Denton, right? Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. Who are you? Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader. I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century to the height of their power. I had presidents and premiers eating out of my hand. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Nothing. I merely await certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. Menschenunwürdiges Leben hier, oder was meint ihr dazu? Das scheint der Anführer der Illuminaten zu sein und nicht morgen Everett. He promised me. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Wir können die Lebenserhaltungssysteme abschalten. Das machen wir mal erstmal nicht. Wir gehen jetzt mal zu Everett zurück und vielleicht können wir ihn jetzt darauf ansprechen. Das ist schon heftig, was er hier so alles versteckt. Und die Frage ist, ob er den Lucius de Beers wirklich nachher retten würde, wenn es die Möglichkeit gäbe. Wenn es die nicht schon lange gibt sogar. Und ich weiß nicht, was er für einen Grund hat, den hier am Leben zu halten. Lucius de Beers says he's cold. I know. 18 degrees Celsius, to be exact. Don't you think that's a little chilly? I keep his metabolism low so he will last. He is a good advisor. A one-man think tank, so to speak. He said he's the leader of the Illuminati. A harmless fantasy. He also thinks I'm going to restore his body. You aren't? The technology has been around for decades, but he does not need to know that. Ja, das ist heftig. What's that computer system for? The one with the blue face for an interface. Oh, nothing, nothing. Just something for passing the time and amusing guests. It has access to quite a bit of information, including information about me. An old prototype, for Daedalus, actually. It doesn't really handle surveillance in its current state. So you have your own private echelon system? Mr. Denton, your pilot is waiting. If we... Okay, der ist mir irgendwie unsympathisch. Schauen nochmal, ob hier der Morpheus jetzt nochmal was zu sagen hat. God. Auch nicht. Ja, Leute, was sollen wir machen? Sollen wir den leben lassen? Oder sollen wir die Lebenserhaltungssysteme mal abstellen? Was meint ihr denn? Was hättet ihr getan in so einer Situation? Jetzt, wo ihr auch wisst, dass morgen Everett den gar nicht wiederbeleben möchte. Und ihn einfach nur als Lexikon missbraucht. What do you know about Lucius de Beers? It is not for me to discuss Mr. de Beers. Why? Is there something to hide? He is a friend of Mr. Everett's and very sick. You must not disturb him or inquire about him. You miss... Okay, die Carmella weiß auch Bescheid. Ich würde gerne mit ihm nochmal sprechen. It would be rapidus if... Okay, da geht's wohl zum Helipad. Ich würde mal interessieren, wo es hier noch hingeht. Okay, die kann man nicht öffnen. Ja, sollen wir ihn erlösen? Gucken, ob wir nochmal mit ihm reden können. Where is he? I will remember these small injustices when I am revived. I will remember. Wir sagen immer die Wahrheit. Everett has no intention of reviving you. He must. He has been commanded.
He keeps you on ice so that he can benefit from your experience. But he intends to rule the Order himself. No. No. I will not allow it. If I only had command of my body. Now even Everett betrays the Monad. Ja, traurig. Aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass Everett nachher umdenkt. Wir versuchen nochmal mit ihm zu sprechen. Wenn Lucius De Beers ihm jetzt die Stirn bietet und jetzt Bescheid weiß, dass er nie wiederbelebt werden soll, vielleicht verschließt er sich dann und vielleicht ist das dann der Grund für Everett zu sagen, komm, wir beleben ihn jetzt wieder. Okay, er hat nichts weiter zu sagen, schade. Okay, aber uns steht es nicht zu, jetzt die Lebenserhaltungssysteme hier abzustellen, finde ich. Deswegen lassen wir ihn mal leben. Wie hättet ihr euch in dieser Situation entschieden? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren, wirklich. Weil es ist keine leichte Entscheidung, wie ich finde. Eine Leiche, Leute. Ich weiß nicht, ob das der echte Mechaniker hier ist. Huh? Is there a problem? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Ist ein bisschen verdächtig. I fixed her right up for you. Töten den mal. Ich trau dem Kerl nicht. Why'd you kill Everett's mechanic? Something about that guy didn't smell right. You better double check your systems. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. What isn't? Oh my god, JC, a bomb. A bomb. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Ready to get out of here? Just a minute. Don't take all night. Tja, Leute. Der falsche Mechaniker hat hier eine Bombe an unserem Heli angebaut. Und das sollte wohl uns treffen. Ich würde jetzt gerne nochmal gucken, ob wir mit Everett nochmal sprechen können. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier nochmal herkommen. Okay, der ist hier weg. Ist der hier bei ihm jetzt? Ja, Denton. The computer to my left. Guck mal, er bittet darum, dass wir ihn abschalten. Sünde, Leute, echt. Okay. Ah, ja. Mal sehen, ob Everett jetzt nochmal was zu sagen hat. Ist natürlich auch schade, dass Alex jetzt hier ist. Ich weiß nicht, ob er hier sicher ist. Hey, about your mechanic at the helipad. Something about him seemed a little off. Yes, Pierre. I haven't been able to reach him. What's wrong? Pierre? He sounded American to me. Pierre has never been to America. Who's up there? He's not one of my people. I took him down. The helipad is secure. Well, thank you. A small consolation. I would like to know how he got in here in the first place. They're great. Ja, als wenn er das nicht wüsste. Er macht hier einen riesen Aufwand, damit man ihn nicht findet. Und so ein Mechaniker-Spitzel, der kann sich hier ganz einfach einschleusen. Also irgendwie traue ich dem Kerl nicht.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir können uns dann jetzt mal auf den Weg machen mit Jock. Okay Leute, und wo es dann jetzt gleich hingeht, sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein, lasst ein Like oder Kommentar da, ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.